Hallo ihr Lieben, wir wollen schon wieder was machen mit der Jagdwurst, aber jetzt zum letzten Mal. Wir haben einen Jagdwurstsalat daraus gemacht mit Käse, mit Knoblauch, mit ganz vielen tollen Dingen. Super, super lecker, kann man hier sehen. Hier auf dem Teller haben wir ihn auch. Wenn es euch interessiert, schaut euch das Video an, dann wollen wir mal beginnen. And all I feel is blue. So, wir haben wieder ein bisschen was zusammengetragen an Sachen, die wir brauchen für unseren Wurstsalat. Hauptakteur die Wurst, die man natürlich auch super gerne in vegan nehmen kann, um vegan zu kochen. Ein bisschen Knoblauch, eine rote Zwiebel, ein bisschen Karotte, Frühlingszwiebeln. Ein bisschen Chili, Balsamico-Essig, Olivenöl, Pfeffersalz, extra scharfen Senf. Das war's, glaube ich. Ja, dann lass uns mal starten. So, als erstes tun wir etwas Olivenöl in unsere Schüssel. Genauer gesagt, einen Esslöffel voll. Lecker. Dann genauso viel Balsamico, der aber jetzt nicht aufgeht. Ich hasse das. Alle haben verschiedene Öffner. Das kann doch nicht angehen, oder? Auch wieder ein Teelöffel. Und als letztes tue ich da jetzt gleich mal einen Esslöffel Senf rein. Dafür muss ich meinen Löffel einmal kurz sauber machen. Schön einen Esslöffel scharfen Senf. So. Und dann geht das hier schon los. Da muss ich den Knoblauch nämlich klein machen. Ich nehme mal hier so ein bisschen die Sachen weg. Brauche ja ein bisschen Platz hier auf meinem Platz. Sonst kann ich ja hier nicht arbeiten. So, nehmen wir das hier mal eben die Schale ab und dann kann ich das schön klein schneiden. Ich werde für diesen Salat die Karotte, die Zwiebel und den Knoblauch und die Wurst leicht anschwitzen. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Geschmack. Die Karotten muss ich als erstes anschwitzen, weil die brauchen am längsten. Das muss jetzt alles in dünne Streifen geschnitten werden. Damit bin ich jetzt einen Augenblick beschäftigt. Das werde ich jetzt als erstes mal tun. So, jetzt brate ich mal eben schnell meine Karotten hier an. Damit die nicht so super knallerhart sind da drin. Braucht nicht so fürchterlich lange. Das geht verhältnismäßig zügig. So, die Karotte sieht richtig gut aus. Ja, die sind nicht mehr so knallerhart. Die können wir jetzt schon mal da in die Schüssel tun. In der Schüssel ist bis jetzt nur Balsamico, Olivenöl, ein ganz bisschen Wasser und ein großer Löffel Senf. Da tue ich jetzt die Karotten eben schnell drauf. Kannst du nichts sehen, das stimmt. Jetzt aber. Das ist gut. Also, da könnt ihr es sehen. Karotten sind schon mal da drin. Ich mache jetzt mal eben schnell mir hier die Frühlingszwiebel klein, werde die kurz andünsten. Und dann geht es gleich weiter. So, jetzt schneidest du die Frühlingszwiebel. Genau, jetzt einmal kurz Frühlingszwiebel. Davon habe ich noch so drei Stück liegen gehabt. Die drei werde ich jetzt einfach mal verwenden. Werde die kurz anblanchieren. Und dann tue ich die da auch eben schnell mit rein. Ich würde sagen, meine Frühlingszwiebel ist hier so schön angedünstet. Die ist jetzt fertig. Die tue ich jetzt mir wieder in meine Schüssel. Und wieder seht ihr nichts. So, und jetzt habe ich hier vorne auf meinem Brett schon mal Knoblauch, rote Zwiebel und Chili. Das schmeiße ich hier schon mal rein.
da muss ich jetzt mir meine Fleischwurst nehmen. Ich muss die gleich noch mal kurz ein bisschen klein machen. Ich mache das jetzt hier mal ein bisschen auf ganz kleine Flamme. Und die muss ich in dünne Streifen schneiden und dann kommt die da mit rein, wird auch schön mit angebraten und dann kommt die auch wieder mit dazu. So, dann habe ich jetzt meine Fleischwurst hier so in so Fleischwurstpommes verwandelt. Die schmeiße ich jetzt hier schön in meine Pfanne, da sind jetzt schon die Zwiebeln drin, der Knobi ist da drin und meine Chili. Dann tun wir den ganzen Rest da jetzt mit zu. Und dann werde ich das jetzt schön anbraten, damit das schön Röstaromen entwickelt. In der Zwischenzeit werde ich dann gleich den Käse klein schneiden, weil der kommt da gleich mit schön mit rein. So, jetzt geben wir mal hier ein bisschen Feuer und jetzt brate ich nur mal den Käse. Was für Käse verwendest du denn? Einen kräftigen Old Amsterdam heißt der. Ein kräftiger, schöner Käse. Finde ich genial. Ist zwar ein bisschen bröckelig, aber das macht nichts. So. Ja, unsere Wurst ist jetzt langsam hier dabei, schon ein bisschen braun zu werden. Genial. Schön Röstaromen entwickeln. Das ist gut. So, unsere Wurst hat jetzt schon so ein bisschen Farbe gekriegt und ein bisschen Geschmack aufgebaut. Die Zwiebel ist schon schön glasig geworden. Dann können wir das Ganze jetzt auch mal schön hier schon in die Pfanne tun. Nein, nicht in die Pfanne, in die Schüssel. Zap, zap, zap. So. Alles schön da rein. Können wir das schon mal ein bisschen vermengen hier. Problem ist jetzt halt, das ist noch alles sehr heiß. Das muss jetzt ein bisschen abkühlen, bevor ich da auch den Käse und den Rest rein tue. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, bis das Video weitergeht. Bis später. Ich muss erst mal runterschlucken, weil ich habe gerade mal probiert. Das ist jetzt ein bisschen kühler geworden. Es ist jetzt schon so geil, aber da kommt jetzt noch mein Käse rein. Tada, da haben wir ihn schon. Komplett natürlich, mit allem. Sieht das gut aus. So, den Löffel tun wir mal weg. Dann habe ich noch ein bisschen Schnittlauch aufgetan. Den tue ich hier auch rein. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen Farbe. Dann rühren wir das Ganze mal ein bisschen um. Da geht natürlich der Käse bei kaputt, macht nichts. Ich hätte ihn auch kürzer schneiden können, aber das ist so schon ganz toll. So, jetzt können wir da noch ein bisschen Pfeffer und Salz ran tun. Das werden wir auch tun. Von der Chili merkt man gar nicht so viel. Da hätte ich echt noch mehr ran tun können. Vielleicht tue ich das auch gleich nochmal. Möchtest du es ein bisschen schärfer haben, Schatz? Nee, gut. Ich glaube, ist schon gut. Ein bisschen Salz. Und dann sind wir eigentlich damit durch. Das Ganze muss natürlich jetzt so ein bisschen ziehen, damit er richtig gut ist. Ich stelle ihn jetzt noch mal eine Stunde raus. Und wenn ich ihn dann vom Balkon wieder reinhole, dann ist der, glaube ich, klasse. So, wir haben jetzt unseren natürlichen Kühlschrank. Jetzt in den Wintermonaten geht das natürlich gut. Draußen benutzt, haben unseren tollen Salat schön nach draußen gestellt. Und dann tue ich mir hier mal ein bisschen was auf meinen Teller. Ohne Schweinkram zu machen. Das sieht geil aus, ne? Finde ich auch. So. Ich hole mir jetzt eine Gabel. Wenn das mal so einfach wäre. Und probiere den jetzt einfach mal. Und? Ja. Der Käse ist da. Der Senf ist schön da. Knackig. Durch. Das, ich sag jetzt mal, Green Shit, was wir da reingeschmissen haben.
Knoblauch ist nicht so stark da, aber ausgewogen. Fleischwurst ist gut, beziehungsweise die Jagdwurst ist sehr gut, weil sie schön angebraten ist. Nee, finde ich sehr gelungen, sehr gut geworden. Sorry, dass ich jetzt hier mit vollem Mund spreche, tut man ja nicht. Doch, sehr gut, so für eine Feier oder so ist das echt genial. Könnt ihr mir auch vorstellen, das zu essen mit ein bisschen Bratkartoffeln dabei und so. Bestimmt cool. Ja, das war's dann diesmal. Also, nur mal einen kleinen Blick hier bei uns. Ne? Sieht richtig gut aus. Sehr, sehr lecker. Wenn euch unser Rezept gefallen hat, besucht uns auf unserer Homepage foodbloghamburg.de oder wirkochenwas.de. Ist egal, landet ihr auf der gleichen Seite. Instagram findet ihr uns auch unter beim und ja, abonniert unsere Videos und tschüss sagen. Ciao, ciao. Und Frank von foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.